Aber ich sehe nur die Linie der 20. mit ein bisschen 50 Second untergemischt. Na egal, wir sind nun live. An diesem wunderbaren Montagmorgen, Montagabend. Gut. Ja, willkommen zum Montagsgefecht. Heute spielt die Alabama's German Legion gegen das Turner's Battalion und die 50 Second New York. Alter, hat die 8 aber echt eine Packung bekommen zu Anfang, wa? Also ja, direkt. Ja. Das war schon mehr als eine Packung. Also da ist echt die halbe Linie weg, ne? Ja. So. Wir beobachten natürlich nicht den Rückzug der 8, sondern wir schauen uns an. Nein. Na, wir gucken uns an, was das Turner's Battalion. Ich denke da mal, ist die 50 Second mit bei, wa? Ja, die 50 Second steht da mit ins Turner's Battalion reingemischt, so immer. Ja, das ist ja so. Wir sind ja weniger, ne? Wir schauen mal, was abgeht. Oh, ich sehe Corporal Peak. Ja, Corporal Peak ist ja heute auch. Wusste ich doch, dass ich den gerade eben schon gehört habe. Haha, so ist er. Ich bin mal ganz kurz nicht hörbar, Moment. Du kannst aber weiterreden, ne? Ach so, du damit bist das nicht hier hörbar. Nicht in Stille verfällt. Ich habe gedacht, ich bin nicht hörbar. Ah, okay. Ich bin nicht hörbar für den Moment. Ah, okay. Ja, nee, die Kanoniere der 8. Alabama haben sich jetzt versucht, auf die Linie der Union auszurichten, aber die Linie der Union nutzt ganz clever den Hügel als Deckung. So muss das ja auch. Ja, und die Artillerie der Union, die rückt jetzt auch vor, die rückt vor auf den Hügel. Die wollen auf den Hügel. Auf den Hügel, wo die Linie steht, oder wie? Auf den Hügel, wo die Linie steht. Aha. Ich hab gesagt, das wird eine Runde Hill, King of the Hill. Na, das stimmt vermutlich. Oder sie wollen die Straße entlang rollern und dann diese schöne Neise dort am Überhang nutzen. Aber ob das so gut ist? Sie werden von das, oben. Nein, ich meine, dass alle auf einem Punkt sitzen, weißt du, weil dann kann die Artillerie ja sowohl die Linie der Union als auch die Artillerie unter Beschuss nehmen. Ja, sie sind ja nicht direkt nebeneinander, ist ja ein kleiner Abstand dazwischen. Ja. Da wird langsam vorgerückt von der Unionseinheit, zumindest von der Infanterie. 8. Alabama hat sich mit ihrer Linie jetzt wieder im Gebüsch gesammelt. Ja, die mussten halt ihre Verluste wieder aufholen, ne? Dass die auch so anfangen, das ist einfach unverantwortlich und frech. Die Hälfte der Linie kommt jetzt gerade von hinten aus dem Deployment ranmarschiert. Ja, das war ja auch zu erwarten nach der Salve, die bekommen haben. Also, das war ja schöner Treffer. Das war ja Vernichtung, das war ja nicht mal mehr eine Salve. Das war schon Mobbing. Wir haben direkt Mobbing 3 Zuschauer heute Abend. Was geht? Ja, das kommt, wenn man in den 50 Second Chat reinpostet. Dann fliegen die nur so. Ah, sie fliegen auf dich. Ja, auf mich. Auf mich sie und jemand anderen. Sie fliegen auf dich, wir fliegen auf Scheiße. Hahaha. Ha, ha. Das kommt, weil ich so eine ausdrucksstarke Persönlichkeit bin, Julian. Dessen solltest du dir doch langsam bewusst sein. Weiß ich, so. Bei mir hast du immer noch keinen bleibenden Eindruck hinterlassen. Ist das so. Und die 8. Alabama scheint jetzt wohl mit 2 kleineren Linien spielen zu wollen, mit Platoons. Das ist ja erlaubt in diesem Montaggefecht. Die sind ja nicht sehr... Ja. Hast du mal in meinen Stream reingeguckt und meine tollen neuen in Sachen gesehen, die ich hinzugefügt habe? Es hat oben einer in die Ecke gepinkelt. Was? Das ist ein gelber Streifen oben in der Ecke. Hat ja, das ist mein Follower-Goal. Ich war sehr optimistisch. Weißt du, was wann das Follower-Goal geht? Bis Ende des Jahres, bis zum 31.12. will ich 200 Follower. Das heißt, du hast gerade mal einen Pixel dazu gewonnen. Wieso? Wer hat denn gefollowt? Nö, ich meine nur, bis dahin hast du dann endlich mal einen Follower mehr. Ach so, ja, das stimmt. So viel werden es wohl nicht werden. Es fällt auch auf, jetzt hier, den Point of Contention hat man noch weniger Deckung als vorher sowieso schon auf der Karte. Die Säulen sind komplett demoliert, jetzt auf der neuen Karte. Quasi nicht mehr existent, da haben sie sich dann also doch bei dem Artillerie-Update was einfallen lassen, dass man hier seine Kanonen auch woanders hinschieben kann. Ja, besser ist, sonst ist die Kanone ja so eingeschränkt. Ja. Wäre vielleicht auch noch eine Option gewesen, dass man die Zäune von Hand demolieren kann und wieder aufbauen kann, aber das ist offensichtlich noch zu kompliziert und wird vielleicht irgendwann mal später ein Ziel.
Vielleicht aber auch nicht. Nein, Bauen von Gegenständen ist als Feature ausgeschlossen. Achso, das ist schon ja, direkt aus. Ist schon, wurde schon vor Ewigkeit. Habe ich auch gefragt, ob irgendwann mal so Base Building oder so. Ne, was heißt Base Building? Okay, Base Building ist vielleicht ein bisschen hochgegriffen. Aber das Bauen von Verteidigungsanlagen. Ne, ja. Aber das wurde wohl anscheinend schon zu Anfang ausgekesselt. So habe ich mir das erzählen lassen. Ja, wer weiß, vielleicht ergreift sie ja irgendwann nochmal die Lust, noch mehr Systeme für dieses Spiel zu entwickeln. Meinst du noch mehr Bugs? Noch mehr Bugs, ja, das Spiel buggt sich auch schon so durch die Gegend, da muss nicht mal ein Update kommen. Ja. Es wird ja auch liebevoll War of Bugs genannt. Ja. Und oder die Zuschauer, die natürlich wieder mal nichts sagen, sind Bots. Das ist natürlich auch noch eine Option. Ja. Die 20. hat gerade Independent Fire befohlen. Ja, ich schaue mir das so von oben seitlich an. Wie du weißt, bin ich ja noch eigentlich beschäftigt. Aber diese Spacken von der Appenleitung mussten ja direkt anfangen und konnten nicht mal eben warten auf einen armen Streamer. Die Artillerie getroffen. Ich glaube, die Artillerie hat gerade mit Canister geschossen. Ist dem so? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall liegt hier ein großer Haufen Leichen. Großer Haufen Leichen sind doch erwünschenswert, oder habe ich mich dafür gehört? Wenn es konföderiert sind, dann auf jeden Fall. Wir müssen hier unparteiisch sein, Hulihan. Wir sind Unionisten, wir können nichts dafür. Wir versuchen unparteiisch zu sein, aber. Du meinst, unsere Grundstimmung bleibt da, wo sie ist? Im Herzen sind wir immer noch Unionisten. Wir dürfen doch ein bisschen für unsere Mannschaft fiebern. Apropos, stimmt, du hast Weber gesagt, ich habe Winkler verstanden. Vorhin übrigens. Winkler habe ich gar nicht gesehen heute. Nein, ich meine aber, ich habe Winkler verstanden vorhin. Als Major du gesagt Weber. Hast, ja, ja, genau. Ja. Er gibt auch mehr Sinn im Endeffekt. Ja. Ich habe mich jetzt gewundert, was sollte denn Winkler hier wollen? Mal gucken, was die Kanone macht. Die Kanone richtet sich auf jeden Fall aus. Mal gucken, was Weber da gleich raushaut. Wie findest du denn meinen tollen neuen Soldaten unten links in der Ecke? Weiß nicht, warum trägt er eine graue Uniform? Das ist ein Death Corps auf Kriegssoldat. Wir schauen mal, was die Kanone gleich leisten wird. Das sagt eigentlich bisher korrekt. Oh, da ist ein bisschen was kaputt. Ging links vorbei. Ah, ich glaube, einen hat erwischt. Ein bisschen Blut habe ich gesehen. Na, wer weiß. Ja, ich glaube, das war auch. Wir halten mal auf so eine Overview, damit wir beides sehen. Sowohl die Kanonenschüsse bei. Oh, da stirbt aber wirklich viel wieder auf konföderierten Seite. Also die Unionisten, die lassen mit ihrem Schießergebnis. Wir genießen einfach die Stille. Die Stille des Dingens vorerst. Ich glaube, da wird gleich wieder geschossen von Unionsseite aus. Die Infanterie zieht sich auf jeden Fall zurück. User in your channel timed out. Und dann meinte Hulihan wieder, oh, wir timen mal aus. Der Mongo.
entered your channel. Da bin ich wieder. Ja, das freut mich. Wir stehen uns hier stumm gegenüber im Felde. Der Stream war auch stumm, weil gewisse Personen, die im selben Haushalt leben, meinten, oh komm, wir platzen mal rein. Nett. Hm. Jung! So, die Fahne war gerade ja, passt, direkt passt, wie lange richtet Black da denn aus? Passt. Nicht. Aber erst nach dem Schuss, bitte, ja? Schreit doch noch lauter Weber, das haben die doch noch der. So, da wird gleich ein Schuss passieren. Ich weiß nicht, ob er trifft. Wir halten das mal im Blick. Das könnte ein Loch in die 8. Alabama reißen. Und es hat ein Loch in die 8. Alabama gerissen. Wo siehst du da denn ein Loch? Rechts, das Drittel ist umgefallen. Die haben ordentlich aufs Leder gekriegt. Und jetzt folgt noch eine Salve der Infanterie. Also, die haben locker 4-5 Leute verloren. Also da ist auch bestimmt 5-6 Leute sind down gegangen. Und die 8. Alabama hat noch eine gewisse Anzahl Männer. Weber kämpft hier auch auf sehr kurze Distanz mit seinen Leuten. Aber wie ich das sehe, entweder wollen die es nur vorschieben. Ja, also die. Deutsch kehrt zurück zu mir. Die. Alabama's German Legion bleibt, wo sie ist. Also sowieso ist hier gerade sehr viel Stellungskampf, deswegen bleiben wir einfach mal stehen, wo wir sind. Ne? Wir sitzen ja gut hier. Ja. Was ist das? Ah. Und die Kanone der 8. Alabama bewegt sich jetzt auch ein Stückchen nach vorne. Ist die und sie haben ihre Limber-Chest gelassen und die 8. Alabama hat ihre gesamte Ladung Canister schon verschossen. Sie schießen jetzt mit Case-Shot. Tja, da wollen wir mal gucken, wie das wird, oder? Ob die Union hat ihre Limber-Chest allerdings auch offen gelassen. Sie haben auch ihre gesamten Canisters schon verschossen und die schießen auch mit Case-Shot. So viel Canisters haben wir nicht. Ich glaube, wir haben eine Reihe. 5 Schuss, oder nicht? 5 Schuss, Canister. Und da ist ein Case-Shot gerade hochgegangen. Hat die Union gerade geschossen? Ich bin leider gerade nicht verfügbar. Achso. Die Union hatte gerade mit Case-Shot eine Niete. Das ist sehr schade. Wir müssen ganz kurz was testen. Dankeschön. Mein Gott. Ja, meine ganzen toll geschriebenen Dingens sind verstellt. Hier, wie heißt der Scheiß denn? Meine ganzen schönen Nachrichten. Also die Infanterie hat sich in den Wald zurückgezogen. Und auch das Follower-Ziel sieht scheiße aus. Bah. Anschluss. Nun ja, dann ist dem so. Da wird weitergeschossen. Oh. Aber die Artillerie der Alabama steht noch. Ich werde jetzt nur noch Alabama sagen, weil sonst sage ich immer 8. und weißt du? Ja. Die Alabama Boys haben sich jetzt in den Wald dort zurückgezogen. Und schön, dass dir das auch schon aufgefallen ist, Julian. Ja. Ich halte etwas langsamer. Die Union hat jetzt Gauss am Waldrand. Jawohl. Turners Battalion. Und wo John haben schon aufgeklärt und schon ist alles wieder fertig. Oh Mann, das ist ja eine Spannung. Oh mein Gott, ist das aufregend. Auf jeden Fall. Ja, immer, ne? Aber die Artillerie der Union ist jetzt etwas vorgerückt. Oh, jetzt steht sich Artillerie und Artillerie auf kurze Entfernung gegenüber. Und dann da das sind doch höchstens 30 Yards. Da, 75 Yards vielleicht. Welches Geschoss? Durch die Büsche durch. Ja, alles klar. 75 Yards höre ich aber von Weber. Ja, es ist aber sehr optimistisch. Jetzt. Hat das hat ein wenig zerpflückt, oder? So, ja, war ein kleines rotes Wölkchen.
Zweimal über. Die Infanterie schießt auf die. Da ist die Infanterie der Alabama. Mein Gott, die rennen hier auch ein Stück. Fußkavallerie. Ihr schießt zu hoch, ihr müsst niedriger schießen, höre ich da gerade. Jackstone führt vorneweg die Linie. Und die Union hat die Kanone der Konföderation nicht getroffen. Sie haben zu kurz geschossen. Sie haben genau über die Linie geschossen. Und da wird die Artillerie der Union niedergemacht. Und da ja, kommt es zum Charge. Und da ist das Engage für die Union. Ach du Heilige! Hier geht es Schlag auf Schlag. Union ist engaged, die Konföderation ist engaged. Irgendwie hat sich das hier gerade ziemlich ausgeglichen. Aber die Union scheint den Charge gerade für sich. Mensch, Moment, hä? Was? Hm? Bin verwirrt. Ich sehe hier noch die Union nicht. Hat gewonnen. Naja, es sind aber noch ein paar Konföderierte, also. Einer, Private Beer. Und der hat sich gerade erstechen lassen. Die Union hat es jetzt doch tatsächlich geschafft. Auch vielleicht wenn aber, wenn sie sich jetzt wieder zusammenrotten. Wer weiß, was jetzt mit der Artillerie passiert. Nun, erstmal ist Weber vorne, Weber raus. Wer ist denn dort ganz hinten? Ach du Heilige, wie weit haben die Kanone denn schieben müssen? Ja, ein ganzes Stück. Ich war ja, ich konnte noch nicht direkt gucken. Ah, schon, huh. Also, die geben jetzt perfektes Ziel ab für die, das muss doch geladen sein. Für die Kanone des Feindes. Da wird auch gerade geprimed. Weißt du, was ich gerade schönes und da ist auch was umgefallen. Genau. Gerade was ganz die ganze linke Seite ist weg. Leute. Ja, ich habe aber auch gerade was Interessantes festgestellt. Hinten am Deployment der Union befindet sich eine offene Limba-Chest. Oh mein Gott, das müssen wir dokumentieren. Ich flieg schon. Ja, wenn man da reinguckt, sieht man, dass zwei Ladungen Canister fehlen. Das heißt, die Art oh, warten wir mal. Wo, die liefen doch gerade zwei Hampels. Genau, da haben sich nämlich die Artilleristen jetzt erstmal mit schönen Canisters eingedeckt, wenn ich das richtig kombiniert zwei habe. Zwei ist aber jetzt wirklich nicht eingedeckt. Ja, aber... Da wurde geschossen. Aber da ist, glaube ich, sogar was umgefallen, oder? Zwei Mann? Oder standen davor und auch nur drei Mann? Zwei weggepetzt. Ja, zwei. Doch, zwei wurden getötet. Alter, hin und her und hin und her. Was ist denn jetzt hier? Okay, die Artillerie des Channel-Spitzel hat es aber nicht erwischt, glaube ich. Oder standen die da vorne auch zu dritt? Ich glaube schon, ne? Also die Unionisten waren, glaube ich, vorher zu viert oder zu fünft sogar an der Kanone. Also die haben dort tatsächlich einen Verlust erlitten. Oh, und da kommt, da sieht man es im Hintergrund. Die Alabama kommt wieder zurück. Die Infanterie. Ich sehe im Süden Fahne. Und weißt du, was ich auch sehe? Sie haben sich jetzt die Fahne der Suaven, der Louisiana Suaven genommen. Offensichtlich haben sie ihre Fahne verloren. Die liegt hier vorne im Dreck. Dann nehmen sie sich einfach die andere Fahne. Auch gut. Ja, man muss ja mit dem auskommen, ne? Ja, was man hat. Man muss nur kreativ sein. Der andere wurde auch noch erwischt. Also es wurden zwei erwischt. Stellt sich allerdings die Frage, warum sie nicht gleich mit beiden Fahnen anrücken. Beginn des Gefechts. Und die 8er Alabama schießt eine Salve und das mit eher mäßigem Erfolg. Da schießt die Union zurück. Mit mäßigem Erfolg. Naja, hat für Stacking Losses gereicht. Die, in der Tat. Die Union, Konföderation war ja auch schon relativ lange engaged. Ja, das stimmt. Interessant sind ja jetzt auch die Zugänglichkeiten hier auf der Karte, dadurch, dass das Deployment früher in dieser komischen Buschgruppe im Nordosten des Points of Contention war. Ist es auch immer noch, aber dadurch, dass jetzt die Artillerie von Norden und da wird wieder, da geht wieder gecharged. Och, wie anders von der Alabama zu erwarten. Ja, auch die Bewegungsmöglichkeiten um den Hügel herum sind jetzt etwas großzügiger als oh, vor dem da Abwehr. Ist aber ein bisschen was gefallen im letzten Schuss. Oh, da
Oder der Junge ein weiterer Charge, der für die 50 Seconds schlecht ausgegangen ist. Und Schneider, was geht mit Schneider? Und er wurde von Harris getötet. Also so wie ich das sehe, hat die Union den Charge, bzw. den Counter-Charge Nein! Gewonnen. Scheiße! Ich hab einen Namen im Bild, der nicht verschwindet. War of Bugs, was tust du? Ich hoffe, der bleibt jetzt weg. Ich wollte sagen, das ist Schleichwerbung. Ja. Fürs Turner's Battalion, oder was? Ach, nicht mal einer von unseren Namen. Oh. Mugel. Mugel. Das hat jetzt wirklich. Das hat wieder was weggerissen. Und zwar nicht zu wenig. Oh Gott, warum habe ich denn so einen Effekt, als würde ich gleich in eine Atombombe geraten? Und die Kanoniere haben sich wieder hinten an den Limber Chests die Canisters gekrallt. Ja, wie anders zu erwarten. Mal gucken, in der Distanz sammelt sich die. Oh, die Alabama's German Legion rückt schon wieder aus. Wird denn heute von Schimmel geführt? Ich habe ihn heute noch nicht gesehen. Ich sehe Ordnance Sergeant Tim, der die Linie anführt, und einen Quartermaster Sergeant Jack Stone, der nebenher läuft. Und einen First Captain Sergeant Harris führt die Artillerie. Ja, das habe ich vorhin schon gesagt. Führer der Infanterie ist aber Ordnance Sergeant Tim. Union geht immer nach links, nach rechts. Und hier haben sich jetzt auch einige Infanteristen bei der Artillerie. Ne, es ist nur ein Infanterist. Jawohl, habe ich schon gesehen. Bei der Artillerie damit eingefahren. Man kann die Kanone einstellen, während sie geschoben wird. Offensichtlich. Okay, also die Alabama tat sich nicht auf. Sie hätte von rechts angreifen können. Wenn sie sich aufgeteilt hätte, meine ich, ne? Wenn ich das richtig sehe, sehe ich Captain Greenberg auf dem Server, aber nicht als gespawnt. Der steht Nein, der ist im Spectator. Der macht, glaube ich, den Admin. Alter, dieser komische Artillerie-Effekt geht der voll auf den Sack. Ich sehe auch seinen Namen nur über den Trotzen der konföderierten Artillerie-Batterie schweben. Da siehst du seinen Namen? Ja, der schwebt dort einfach herrenlos vor sich rum, der Name. Nee. Und die... Bei mir nicht. Die 8 Alabama hat sich über den Chest gegriffen. Eine weitere. Die stehen jetzt mit 2 Limber Chests an der Kanone und sie haben. Dabei ist die eine noch nicht mal leer. Ja, aber ich glaube, es geht hier um die Canisters, die aus der 2. Limber Chest mittlerweile auch schon alle raus sind. Einfach mit Case schießen. Bam, Attacke. Einfach mit Case schießen. Just in case. Die Kombination hat natürlich den Vorteil, dass die Artillerie wesentlich näher ist als bei der Union. Richtig. An die Union hat jetzt auch das Problem, dass ihnen sogar schon die Case-Shots ausgehen. Sie haben noch einen in der Kiste drin. Danach kann auch noch mit Shell getroffen werden. Oh, ja gut, lange Distanzmunition aus so kurz ist dann natürlich schlecht. Macht auch Boom. Macht Boom, ja. Macht auch Boom. Aber wann? Nun. Wir werden sehen. Die können übrigens nach rechts geschoben. Passt auf die verbündeten Schützer. Okay, macht mal wieder ein Right Dress, Leute, dass ihr mal wieder. Noch ein Stück, noch ein Stück, noch ein Stück, stopp! So. Diese hochgradig militärischen Begriffe gehen immer echt unter die Haut. Tiger! Welche hochgradig. Noch ein Stück, noch ein Stück, stopp, passt! Da ist das Breaking für die Konföderation, ach du Heilige!
Hier geht's ja wirklich Schlag auf Schlag. Ich bin nun wieder übrigens voll einsatzfähig, wollte ich mal merken. Hast du aufgegessen? Hm? Hast du aufgegessen? Ja, endlich. Da hat die Konföderation kassiert. Ja, jetzt wäre ein Charge doch angebracht von Seiten der Union. Genau, der Punkt ist quasi am rückläufigsten Punkt, den es gibt. Mhm, dem ist so. Und natürlich das Breaking, was natürlich einen sofortigen Sieg für die Union bedeuten würde. Ja, die feindliche Artillerie hat auch keine Kenntnis das mehr. Aber ich denke mal, dass die Artillerie der Union genauso kennisterlos ist. Ja, aber das heißt ja nur, da habe ich ein Right Face at the Double Quick gehört. Da wird ausgerückt von Seiten der Union. Ja, ich sehe es auch gerade. Aber nur weil die Union jetzt keine Kennisters mehr hat, heißt das nicht, dass sie nicht vorrücken können. Natürlich nicht. Die Artillerie? Achso, ja. Ja, gut. Dann muss man halt auf sehr, sehr nahe Distanz schießen. Ja, die Artillerie. Das ist aber natürlich auch möglich. Die Artillerie kann ja hinten stehen bleiben. Naja, klar, natürlich. Und die Infanterie kann wunderschön vorrücken, weil die Konföderation auch keine Kennisters mehr hat. Zum aktuellen Zeitpunkt. Ja. Wer weiß, was da noch mitgebracht wird. Ja, es gibt noch eine dritte Limber-Chest bei der Konföderation, die sie sich nehmen könnten. Die ist auch da wurde geschossen und da wurde verfehlt. Und da wird die Artillerie gecharged. Never mind. Second Lieutenant Tobi charged einfach auf den Punkt drauf. Und da wird Counter gecharged, vorgerückt, Counter gecharged. Wie zu erwarten. Das ist jetzt ein bisschen ein Chaos. Und da wird sich schon aufgestellt von den Verbliebenen. Ja. Allerdings ist die Konföderation jetzt zahlenmäßig überlegen, wenn ich das richtig sehe. Dem ist so, ja. Charge die Artillerie wohl mit? Ich glaube, die Artillerie existiert aktuell gerade momentan nicht. Und die Union hat es jetzt zerlegt. Also dieses unbedingt in den Punkt rein wollen hat zu viele Leute an den Countercharge verloren. Und ich denke, man hätte den Countercharge dann doch direkt begegnen sollen und dann erst den Punkt einnehmen. Ja, das ist so. Aber du weißt ja, wie man so schön sagt, hätte der Hund nicht geschissen, hätte er den Hasen gekriegt. Was? Nein, das sagt keiner. Auf jeden Fall liegt jetzt die Fahne der Union im Dreck. Wie es einfach aufhört, ne? Einfach das Thema wechseln. Ja, die Fahne liegt im Dreck. Die Konföderation hat den Salut geschossen. Wieso? Oder was war das? Weil ich ja Schüsse gesehen habe. Die Konföderation? Keine Ahnung. Auf jeden Fall hat die Konföderation jetzt beide Fahnen dabei. Ja. Das heißt doppelte Respawns. Respawn-Möglichkeit meine ich. So. Mich wundert, dass Schimmel heute nicht im Feld ist. Und die Artillerie der Union rückt jetzt vor. Und die Artillerie der Konföderation ist auf der anderen Seite vom Gebüsch. Und ich glaube, es hat noch keiner die Existenz des anderen. Doch, die Union hat jetzt die Existenz. Wiener, wollen die denn noch an den Feind? Weiß nicht, aber wenn sie sich Rohr an Rohr stehen, wird es ein bisschen eng. Haben wir da Verluste? Minimal. Also, vielleicht einer, wenn überhaupt. Vielleicht irre ich mich aber auch. Aber die Konföderation charges die Unionisten-Artillerie und das dürfte auch ziemlich erfolgreich werden. Da wird gecharged, wie zu erwarten. So eine Artillerie sollte man nicht zu lange stehen lassen. Und das war's mit der Unionsartillerie. Mal wieder. Ja. Mal wieder, wieder zu erwarten. Was sagt denn die Infanterie? Die 8. Alabama hat einen Volunteer mit dem Namen Schinken. Die 8. Alabama hat... Oh, da kommt aber der Sneaky Move. Vom Turn des Battalions, siehst du das? Ja, ich sehe es. Die stehen jetzt mit dem Point of Contention.
Und die Konföderation klaut einfach die Kanone. Die Konföderierten klauen einfach die Kanone der Union. Sehr gut. Die haben einfach die Kanone gemobst. Ich finde es viel interessanter, dass es jetzt wirklich passiert ist, dass die, um die Kanone zu chargen, quasi den Punkt aufgegeben haben. Aber das ist auch nicht halb, wenn ich jetzt Artilleriefeuer stelle. Da merken wir, was die hier Union für harte Hunde sind. Ich hab, dass wir auch ein bisschen Schuss drin haben. Ihr versucht jetzt ein Toter. Oder zwei. Eins oder zwei. Das war so eine Blutwolke, da kommt man nicht viel sehen. Auf jeden Fall nicht viel gestorben. Kommt jetzt schon wieder Unterstützung vom Spawn? Da kommt der Charge. Wie zu erwarten von der 8. So lange macht es auch gar keinen Spaß mehr, die Gefechte zu kommentieren, wo die 8. dabei ist. Wieso? Ja, weil es langweilig ist. Ich meine, was macht die 8. denn groß taktisch? Also entweder chargen oder weglaufen. Ja, chargen oder rumherum rennen oder chargen. Da hat es ein großes Loch in die Mitte gerissen. Ja, aber das Turnus Battalion lebt noch und da ist der Last Stand, was jetzt starb, ist tot. Oh. Was kommt denn da noch? Na, wird jetzt panisch reingecharged und versucht zu retten, was noch zu retten ist, aber. Oh, Peak hat es mitgeholfen. Das Turnus Battalion lebt noch und der Punkt ist halb eingenommen. Und die Union ist aber mittlerweile auch im Breaking. Im Breaking, aber noch nicht tot. Ja, sie sind auch noch nicht im Final Push. Dafür ist der Gegner am Last Stand. Da ist zwar noch ein ganzer Schwung im Spawn, aber nicht genug, um diese Einnahme noch aufzuhalten. Das wird jetzt wahrscheinlich nicht mehr großartig werden. Oh, da hat es 3 Mann zerrissen. 4 Mann. Aber das hält den Punkt auch trotzdem nicht auf. Ich fasse es aber immer noch nicht, dass die 8. Alabama einfach die Kanone der Union gemobst hat. Ja, wir haben den Punkt. Der wird gecharged. Gut, was will man jetzt auch noch anderes machen, um den Punkt irgendwie noch zu halten? Aber das sollte entschieden sein. Yassis. Da darf man mal ein T-Shirt anschreiben, wa? Oh, das ist der neue Rekrut des Second Lieutenant. Neuro. Gut. Das war Karte 1. Ich weiß gar nicht, was wir auf Karte 2 spielen. Werd mal sehen. Wir spielen Miller's Cornfield. Oh. Hier könnte Artillerie wirklich interessant sein. Dann wird interessant. Also. Ja. Gucken, dass kein Eigenbeschuss entsteht oder ob hier überhaupt Artillerie verfügbar ist. Ich glaube, man konnte den Artillerie-Branch auswählen. Ja, auf jeden Fall. Ja, wir haben Kanonen. Fix, was ich gesagt habe. Ja, haben wir. Außer in der Union haben wir 6 Kanonen und ich denke mal auch auf Seiten der Konföderation. Das wäre natürlich ein sehr. Vergiss, was ich gesagt habe. Die haben keine Kanonen. Und das war auch nicht die Map, die wir spielen. Schade. Hätte ich jetzt auch irgendwie nicht erwartet, dass die. Egal. Ich bin mal gespannt, auf welche Map es dann am Ende dann hinausläuft. Das sieht mir gleich. Es sieht mir aus wie Otto und Cherix Farm. Nun, ich bin gespannt. Wie immer. Nach rechts raus. Nein, wenig verwundert, weil ich bisher dachte, using respawn will not be tolerated. Proceed to respawn, you will get kicked out as consequence. Hast du die Scheiße denn? Ich glaube, du hast zu oft F9 gedrückt. Ja, dreimal. Ja. Kann ich ja nichts für, wenn wir dauernd neu starten.
Wirst du vom Server gebannt. Habe ich aber auch nicht vor. Dachte mal die. Kann die Nachricht auch mal wieder weggehen? Dachte die 52. spielt auf Otto und Sherrick Farm. Scheinbar ist dem nicht so. Ja, wir haben auf jeden Fall Kanonen. Zwei Kanonen. Mal gucken, ob beide benutzt werden. Und für die Union haben wir 4 Kanonen. Dementsprechend auch doppelte Munition. Ja. Hier ist ein Schornstein, der ist oben offen. Oh Mann. Das ist viel interessanter. Viel interessanter als deine Kanone. Der Schornstein ist oben offen. Oh Mann, ey. Also die 8 sammelt sich, sowohl aber auch das Turner-Battalion. Wir schauen mal. Ich denke mal, es wird so um 41 oder 42 wieder losgehen. Jetzt bin ich unter der Map. Ich schwebe gerade mit der. Ja, hol die Hen! Was? Es juckt doch gar keinen Mann. Es ist sehr interessant, was man hier mit einer fliegenden Kamera alles machen kann. Ist das so? Ja. Was auch interessant wäre, ja, wäre bitte. Die Frage, wie denn taktiert wird. Natürlich das war meine Rauswurfschlacht. Letzte Schlacht bei der 8. auf dieser Karte. War für, okay. Also für mich. Deswegen, also taktiert wurde da wurde er reingerannt als taktiert. In Fallen gerannt, in Hinterhalte gerannt. Nun geht das ja schlecht als Verteidiger. Nun ja, wir werden sehen. Also die Union hat aktuell eine Kanone sich gegriffen. Legt sich damit auch erstmal nach vorne. Ich guck einfach mal, ich muss nämlich gerade noch ein bisschen was schreiben. Konföderation bewegt sich mit ihrer Kanone im Rückwärtsgang. Und wenn ich die Konföderation wäre, würde ich die Kanone in die Scheune stellen. Ist dem so. Man kann das Scheunentor aufmachen, oben, wo die konföderierte Artillerie steht, und ich denke mal, die würde da auch reinpassen. Man müsste natürlich vorher die Limberchester reinschieben, der Ordnung halber. Und die Konföderierten laden erstmal eine Case. Ist wahrscheinlich auch nicht die verkehrteste Wahl. Links habe ich jetzt nicht gesehen, was die Union geladen hat, aber sie haben gerade eben schon durchgeladen. Guck doch, was fehlt. Stimmt, die Limberchest ist ja offen. Die haben auch Case geladen. Ich wollte gerade sagen, ich kann ja in die Kanone reingucken, aber wir haben ja letztens schon rausgefunden, dass man das da gar nicht feststellen kann, was da geladen ist. Nee, ich dachte, die ist leer, oder nicht? Genau, die ist immer noch leer, obwohl sie geladen ist. Trotzdem kommt da eine Kugel raus und das ist halt sehr interessant. Da fallen die ersten Schüsse. Ah, die Artillerie eröffnet das Gefecht. Wie zu erwarten. Die kann ja auch am schnellsten wirken.
Ja, haben aber nicht getroffen. Haben nicht getroffen? Nicht getroffen. Naja, am schnellsten 4. Heißt aber ja nicht, am besten. So, wie zu erwarten steht die Union erstmal wieder am Zaun, beziehungsweise an der Steinmauer. Deine beliebte Standardposition, möchte ich meinen. Ja. Das war jetzt auch eine sehr interessante Konversation. Kannst Welche? Du mir die Himmelsrichtung nochmal geben? Links die Steinmauer da. Kam zur Antwort. Also Kommunikation hervorragend. Das ist genauso taktisch wie... Noch ein Stück, Jupp, stopp, pass. So, wie lange bist du bei der Unionsartillerie? Natürlich ist die Limberchest offen. Und die Konföderationsartillerie ist im Rückwärtsgang unterwegs schon wieder. Ich verstehe es nicht. Da wurde geschossen. Von der Union. Frage ist, was haben sie getroffen? Wobei schießt er in den Baum rein, das ist nur so ein grobes Anteil, ne? Da habe ich schon wieder das böse F-Wort gehört. Jo, hier, ich finde es aber super, du kannst ja Commands testen, ne? Commands testen? Ja, du hast ja, ich habe ja so Einblendung, so wie wenn du mich hostest oder so ein Schutt. Ja. Und du kannst auch unter Streamlabs kannst du das dann testen, ob das auch so klappt, wie du es dir denkst. Ja, und dann erstmal auf Host geklickt und dann Alexander Max will noch mit 1371 Soldaten das Feld, bla bla. Der Schuss hätte sie können. Ein Treffer vielleicht. Ich sehe vor, ich habe 1371 Zuschauer, die uns zugucken, wie wir hier Scheiße laufen. Ja gut, ich bin mir aber sicher, dass es keiner der 1133 Leute gibt, die sich das freiwillig antun möchten. 371, Mann. Bin ich gut in Mathe, ich hab's nicht nur mit Buchstaben. Genau. Da wird Shell geladen auf konföderierter Seite. Eine Shell? Eine Shell. Irgendwie lohnt sich Shells bis jetzt noch nicht. Wir fliegen mal zur Union rüber und gucken, was da geht. Frag sich nur, ob sie Shell Premium tanken. So Jungs, Feinde sind jetzt Nordwest. Ja, ich hol meine Schaufel, geh ich mal. Denk dran, Schaufel und Spaten. Ein Spaten ist eine Schaufel. Das sind unterschiedliche Dinge, nein. Eine Schaufel ist großzügig, ein Spaten ist eher für... zum Reinstechen in den Boden und ausheben. So eine Schaufel, das ist eher für Sand. Weil die größer ist. Sammelbegriff, oder? Nicht? War Schaufel nicht der Sammelbegriff? So wie alle Daumen Finger sind, aber nicht alle Finger Daumen? Oh Gott. Ich google jetzt. Eine Schaufel ist kein Spaten. Für das Umgraben sollte man eher zu einem Spaten greifen als zu einer Schaufel. Es gibt zwar auch Werkzeuge, die für beide Arbeiten genutzt werden, wie zum Beispiel die Stechschaufel. Guck an. Hast du das jetzt gerade gegoogelt? Ja, natürlich. Ich kann dir auch sagen, wie du deinen Spaten scherst. Du kannst dir, wenn du eine Schaufel dir vorstellst, dann stellst du doch bestimmt so eine große, flache Schaufel vor, oder nicht? So ein, ja. So, ja. Und Spaten ist ja sehr relativ schmal, etwas spitz dazulaufend. Genau, das ist ein Unterschied. Ein Spaten ist keine Schaufel. Ein Spaten ist doch nicht spitz zu laufen. Der hat unten eine gerade Kante, damit man schön in die Gras hat. Ja, es gibt die auch leicht angewinkelt. Also, angewinkelt, ja, aber...
Ja, ich sag, okay, Spitzzuglauf war jetzt vielleicht zu falsch. Also damit kannst du niemanden ermorden. Also nicht schnell. Doch, 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 doch. Mit so einer Spaten kannst du jemanden sehr schnell. Mit so einer Spaten, Junge. Ja, das. Hohenzollern schreibt wieder Scheiße. Stechen mussten halt damit das Ding eher wie eine Axt schwingen. Hohenzollern schreibt wieder Scheiße. So, sind bei 5 Zuschauern. Wunderschönen guten Abend. Oh, ich glaube. Kann ich vielleicht aufhören, über Spaten und Schaufeln zu reden. Aber Spaten und Schaufeln sind interessant. Schriftarten sind auch interessant. Hast du eingezogen? Schriftarten. Schriftarten. Areal. Das ist ein, ich finde ich gar nicht so schlecht, Areal. Times New Roman. Boah, das ist die schlimmste von allen. Die schlimmste von allen, es gibt viele schlimmere Schriftarten. Schwollig wird durchgeguckt, Mann. Ja, das stimmt alles. Aber trotzdem, Times New Roman ist eine schlimme Schriftart. Trotzdem, es ist nicht die schlimmste, hast du recht, aber es ist eine schlimme Schriftart. Ja. Das schreibe ich. Somit könnten wir die ein bisschen. Warum ist die sehr klein? So. Was geht nur ab mit hier, mit Weber? Er hat gerade nicht gepasst. Ja. Aber was schießen die denn auf die gegnerische Artillerie? Ich gehe davon aus, oder? Ich weiß nicht. Ja, das sind ein paar Blutflecken auf jeden Fall. Jungs, kann die Runde mal jemand anderes zur Union gehen? Komm wegen Automatic nicht in CSL rein und ich war erste Runde schon. Was hat Hohenzollern im Teamchat geschrieben? Dass die 14. Ja. Ja, dieselbe Blutgruppe wie er hat. Habe ich schon vor 5 Minuten erzählt. Achso. Ach, Julian. Also, hier ist ja wieder nur rumdümpeln. Was ist denn das? Das ist doch kein Gefecht hier. Das ist nicht mal Stellungskrieg. Nee, das ist abwarten. Und. Aber ich muss sagen, die Alabama hat eine schöne Position. Die hat Deckung vor der Artillerie. Ja, die Dingen ist gleich auch, das Turner's Battalion, wenn die sich jetzt hinter das Haus setzen. Ja. Die Union hat irgendwelche Scouts gerade über die linke Flanke geschickt. Die kommen aber schon zurück. Julio und Mr. H. Private 2 und Private 3. Was ist das denn? Ich weiß es nicht. Vielleicht durchnummeriert. Du bist Nummer 1, Nummer 2, Nummer 3. Ja, aber vermutlich, aber ja gut. Weil wir haben ja sowas wie. Weiß nicht, was haben wir denn? Private Dracula und so ein Scheiß, ne? Ja. Sagtest du nicht vorhin, dass die Konföderation nur 2 Kanonen hat? Ich hab da 2 gesehen auf Anhieb. Wo siehst du denn mehr? Einerseits an der. Sprich dich aus, keine Hemmung. Holy Hen, ja, der sieht da weg. Machen wir halt ohne ihn weiter, ja! Also, die User in your channel timed out. Alabama's German Legion und die Union die Unionsartillerie des Zentrums beschießen sich hier munter. Die Infanterie sitzt seit 10 Minuten die Geschichte aus. Die machen Corona-Streik ohne Masken, dicht auf dicht. Keiner 1,5 Meter Abstand. Was eine Schande. Und wir labern was über Schriftarten und Spaten. Weil es so langweilig ist. Oh Mann. Ja, dann ist dem so. Da ist ja irgendein Zuschauer von diesen 5 wirklich da und real. Das könnte er sich ja mal melden und dann könnten wir über irgendwas Belangloses quatschen. Falls nicht, ist auch okay. Huh. So langweilig, da will man gleich schlafen gehen. Der Schuss ging drüber. Das Turn des Hotel bewegt sich nun über die linke Seite. Hallo, Julian. Da bin ich wieder. Ja, schön. 2-mal. Weißt du, was ist dir was aufgefallen, wenn wir Payday spielen? Hast du das nie? Ja, das habe ich nur, wenn ich deinen Stream nebenbei auf dem Laptop auch noch mit angucke. Ja, selbst schuld, mach dir noch aus. Hab ich ja jetzt auch. Wir haben ja 5 Bots, die uns zugucken. Oh mein Gott, der ist ja auch langweilig. Ist echt so, Mann.
Also wenn irgendjemand von den Leuten hier wirklich zuguckt, ey, der muss echt einen langweiligen Lebensabend haben. Oh, die konföderierte Artillerie hat gerade voll auf den Sack gekriegt. Ja gut, da ist ein Mann gefallen. Weiß nicht, ich sehe ein paar mehr Matschpritzen. Das ist schon länger her. Achso, aber die haben die gleiche Blutgruppe wie Hohenzollern. Ha, 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 ha. Witz des Tages. Alles klar, das Turners-Battalion ist nun vorne an den Zaunern gerückt. Außerhalb von der Reichweite der gegnerischen Artillerie, weil die können ja schlecht durchs Haus schießen. Und da ist wieder eine Wolke hochgegangen. Ich würde sagen, da hat's noch jemand zerrissen. Jetzt lebt nur noch Ordnance Sergeant Tim. Der feuert zurück, aber der war viel zu weit links, würde ich sagen. Ja, da ist irgendwo. Wir haben Anon und Volunteer Skoljol. 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 Wir haben. Flagger war doch. Ja, schon im zweiten Gefecht. Flagger war doch hier Emling, ne? Ja. Ja, Emling ist da. Woo! Ja. Und der Chat ist riesig. Ach du heilige Scheiße. Ich sehe nur einzelne Leute. Eigenschaften. Aber ich weiß wirklich nicht, wie weit wir da nach vorne kommen. Ich glaube nicht weit. Also wo waren wir stehen geblieben, bevor ich ausgetankt bin? Genau, die Konföderation hat noch zwei Kanonen dort auf der Hügel rechts oben. Und die haben sich da auch schon mit einer Shell und einer Case aus der... Nee, lohnt sich nicht mehr, Emling. Vor allem haben die sich jetzt die letzten 13 Minuten einfach nur angestarrt. So spannend ist gerade nicht. Wir haben noch 25 Minuten, also 27,5 Minuten zu spielen. Kann man machen, muss man aber nicht. Kann man machen, aber kann man auch sein lassen. Ist so. Hier verpasst man nichts. Irgendwie haben sie jetzt auch die Kanone oben auf dem Hügel stehen gelassen und nehmen die auf halber Höhe. Ist dem so? Es ist dem so. Wir starten gerade eine Menge wichtige Leute überhaupt. Der Captain, der Colonel. Ja, aber irgendwas vor. Ne, Emling, sorry, lohnt sich wirklich nicht. Es ist auch wirklich nicht spannend. Die 8. steht seit genau 14 Minuten an diesem Punkt dort. Der sich noch nicht bewegt. Jetzt bewegt sie sich. Mal gucken, wie gut das Right Wheel klappt. Das klappt ja gut, das Right Wheel. Ach du Heine. Und da gab es aber auch schon ordentlich Feuer von der Union. Ja, dem ist so. Wenn das jetzt noch ein 20-minütigen Counter-Attack gibt, dann wird das ein sehr langweiliges Gefecht. Geh voll aus. Also entweder den... Nehmen die es ein und schaffen das wirklich, das einzunehmen. Oder halt nicht. Und wir sitzen hier noch 45 Minuten. Husa, der Punkt gehört der Union. Boah, wie geistig klingt das, Julian. Für die nächsten 20 Minuten. Da kommt der Counter-Attack und dann dauert das Gefecht immer noch. Da kommt gleich wieder der Charge von der 8. Weil die sind ja einfach zu predikten. Guck, die Union rennt jetzt weg über Verluste. Die 8 wird jetzt einfach rüberrennen und das Ding nehmen und dann war es da drauf. Ja. Und dann geht das Ganze einfach weiter. Hurra! Ja. So! Hurra! Ja, die Begeisterung hält sich in Grenzen. Ja, es ist halt so, das Modusgefecht ist echt extrem langweilig. Weil wir wissen halt, wie die 8. spielt. Würden wir jetzt gegen 57 gegen 20. oder Turner's Battalion mit 57 gegen die 18. oder sowas spielen, dann wäre hier wenigstens noch ein bisschen Spannung. Spiel Spaß und Spannung. Da wird das Geschütz aber gut weit nach vorne geschoben. Siehst du das? Wo? Welches Geschütz? Das ist ja Konföderation. Die schieben das quasi direkt vor den Cap Point. Ach, das sind unsere Jungs. Oh ja. Wobei die Unionsartillerie auch etwas gewandert ist. Die steht jetzt fast am Zaun. Ja, die sind hinter die Gebäude. Ey, Emling, wenn du da bist, schreib mal noch was. Ich muss doch gucken, ob die Schriftgröße so passt. Ob das nicht zu krass ist.
Der dachte sich bestimmt, oh, zwar das Gewehr, jo, tschüss, ich geh ins Bett. Das Spiel guck ich nicht mehr. So, ja, dich mal kurz dran. Passt, passt. Achso, okay. Weißt du, was richtig lustig wäre? Erzähl's mir. Wenn man im Spectator-Modus Türen öffnen könnte. Da könnte man so viel Verwirrung stiften. So richtig Poltergeist. Ja, das ist, wenn dann plötzlich die Tür aufgeht und zugeht und aufgeht und zugeht. Das Problem bei der Konföderationsartillerie ist gerade, dass die immer vor den Steinwald schießt. Also, ich denke nicht, dass sie die irgendwann mal treffen wird. Also die Konfets werden nicht treffen. Ja, das ist das was Neues? Nein, aber ich meine, die schießen dauernd vor den Steinwald. Letzte Runde haben die auch relativ gut getroffen. Oh, da ist sogar was umgefallen. Wenn die mit dem K-Shop weiter nach links zielen würden, halt nicht aufs Haus draus, sondern halt ein bisschen nach links, dann könnten die direkt da neben die Linie feuern. Das wäre schon heftig, oder nicht? Könnte böse Treffer mit sich bringen. Ja, wir schauen aber heute mal zu, denn wir können jetzt sowohl die Konföderationsartillerie als auch die Linie der Konföderation im Auge behalten. Wir werden mal schauen, ob die Unionsartillerie in ihren Augen gute Treffer landet. Gucken wir, was in Weber steckt. Die drängen sich da richtig in die Ecke, weißt du so. Also wer steckt jetzt in Weber? Du hast gerade gesagt, dass du gucken willst, wer in Weber steckt. Ja, wie viel Talent? Achso. Wie viel Artillerietalent? Die Konföderation schießt weiterhin vor die Dingens. Wie heißt der Scheiß nochmal? Vor den Steinwall. Ich wollte sagen Steinzaun. Ja, Dingens. Steinzaun klingt aber ein bisschen falsch. Findest du? Ja. Also ich muss sagen, Sperrfeuer gibt's hier echt anscheinend nicht. Obwohl, ich denke mal, laut Regeln sind alle Limber-Chests erlaubt. So wirkt das zumindest auf mich. Sieht so aus. Oh, was geht denn da ab? Guck dir es an, die Union geht vor. Und rotiert. Ich hab mir gerade Schornsteine angeguckt, aber die sind alle zu. Und da kriegt die Union ein kleines bisschen Auchi. Mal gucken, wie groß der Backlash wird. Weil das könnte jetzt böse enden. Nevermind. Ein Tod. Also ein eher ernüchterndes Ergebnis. Jawohl. Frage mich jetzt auch, warum die Union vorgegangen ist, denn die Konföderation hat bisher keinerlei Anstalten gemacht, den Punkt zurückzuerobern. Vielleicht wollten die sich noch weiter zurückdrängen. Damit ein Charge vielleicht nicht so tief. Ich kann mir auch vorstellen, dass die Union einfach die Konföderation einfach verbrannte Erde macht. Einfach auch ihre eigenen Leute killen, einfach alles zerstört. Okay. So kannst du ja nicht. Jack. Das werden wir nicht erfahren, wenn sie es nicht irgendwann mal tun. Ja. Weißt du, was ich mich jetzt allerdings frage? Ja, bitte. Was passiert mit der Kanone, wenn sie die zu weit an die Kante vorne nach vorne rollen? Plumpst die dann da runter und geht kaputt oder? Ich denke, die wird einfach backen. Oder können sie die nicht da drüber rollen oder plumpst die einfach runter? Ich denke, die wird einfach backen. Wird gerade eingeaimt. Ich würde sagen, die plumpst einfach runter, bleibt da unten stehen. Ja, also die wird nicht plumpsen, die wird einfach wupp von oben nach unten spawnen und dann steht die da. Einfach droppen, ja. Kann natürlich sein. Ich habe auch schon festgestellt, wenn du die Kanonen auf den Hang stellst und der Hang ist zu steil, dann rollen die von alleine weg. Cool. So, da rennt die Alabama's German Legion in den Punkt rein. Wie zu erwarten, wird der Punkt eingenommen. Das war jetzt aber interessant, was mit der Kanone passiert war. Die war nach hinten gerollt und gegen den kleinen Baum. Und dann steckte sie plötzlich 45 Grad Winkel nach oben, da drinnen. Okay. Ich halte lieber einen Blick auf die German Legion, als auf die Infanterie davon. Mal gucken, was gleich passiert. Wahrscheinlich nicht viel, die stehen da jetzt am Zaun. Formation kann man das nicht nennen, weil die einen stehen im Double Rank und die anderen stehen alleine. Je weiter es nach links geht. Das ist so ein Aufgierer. Ja, das geht nach links so ein bisschen in so eine Skirmish-Formation über.
Ja, also. Das ist der Fleischstreifen. Nicht die Fleisch. Bremsspur. Hä? Besser als eine Bremsspur. Ja. Der gute Fleisch. Das böse F-Wort gehört in der konföderierten Linie. Wichser? Nein, das böse F-Wort. Flagge. Ach so. Stimmt, Flagge, das böse F-Wort. Ja, Flagge ist das böse F-Wort in Warfright. Ich sag, habe aber auch die ganze Weile Flagge gesagt, einfach weil in Holdfast und Napoleonic Wars hieß es halt Flagbearer. Heißt ja auch hier Flagbearer, es heißt aber trotzdem Fahne. Ja, ja. Ich weiß was, ich habe zum Beispiel, ich habe zwei Fahnen, zwei Flaggen hinter mir, die auch an einem Flaggenmast aufgehangen werden, aber die Fahne trägst du halt in der Hand. Richtig, deswegen heißt es auch Fähne. Und nicht fleckrig. Das hört sich eher nach einer Krankheit an oder nach schmutziger Wäsche. So aus dem Schwabenland. Da der Kleidung ist ganz fleckrig. Weißt du? Fleckrig. 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 Deine Kleidung ist ganz fleckrig. Und wie erwartet ist der Punkt angenommen. So langsam ist es echt hier witzig, ne? Sag doch, das ist nach der Hälfte. Ist einfach nur die Länge. Ich wollte gerade sagen, ich gehe jetzt duschen, wenn ich wieder da bin, ist das Ganze kurz vorm Ende. Nee, wahrscheinlich nicht. Gleich kommt wieder ein Counterattack, Ben. Und dann sitzen wir wieder, mindestens 5 Minuten plus. Also ich, zwei Counterattacks können sie machen, ich gehe eine halbe Stunde duschen dann, wenn dann. Eine halbe Stunde duschen? Ja, ich singe unter der So richtig einweichen lassen? Ja, genau. Der ganze Schmutz muss einweichen. Oh, da geht die Union wieder vor. Was ist denn los hier? So, was ist denn los? Also, ich könnte kein Admin sein, sag ich dir so, wie es ist. Du würdest ausrasten? Ich würde richtig ausrasten. Komm in meiner Welt. Du bist doch nie Admin. Was? Du bist doch nie Admin. Ja, aber ich könnte sehr oft ausrasten am Tag. Ja, das habe ich auch mitbekommen. Ich sag nur, Array out. Und das bevor wir angefangen haben zu spielen. Da hast du voll den Abgang gemacht. Ja. Und dann warst du so angepisst wegen dem Ende. Ja gut, das war aber auch wirklich ein richtiger Tilter. Hat's denn nicht gut? Oh, jetzt stehen wir in allen Positionen. Ich glaub's ja nicht. So, mal gucken. Da fallen Schüsse. Ein paar Tote auf Konfett-Seite. Komm, ein paar Tote auf Unions-Seite. Ein Splitscreen-Duell ist auch scheiße. Ich weiß wohl. Ja. Ernsthaft mal. So, jetzt werden die weiter Salven aufeinander abgeben. Die 8. wird vielleicht chargen oder halt auch nicht. Dann wird sich eine Seite zurückziehen. Und dann wird sich die andere Seite zurückziehen. Oder geht das jetzt 3 Minuten 50 wieder los. Dann stehen die wieder da. Und schießen wieder aufeinander. Machen wir mal alle im Battle ready. Immer noch? Sind immer noch alle im Battle ready. Company Chart, da chart die Dingens, weil sich die. Ne, hat sich nicht zurückgezogen, oder? Doch, haben die. Was? Die chargen? Fire and Will, wenn ihr was seht. Alle haben Nachladen. Wow. Ui, jetzt wird es mal interessant. Jetzt bewegt sich mal ein bisschen was. Und da schießt die Artillerie gemitten durch. So. Was macht denn die konföderierte Artillerie? Ich glaube, die schaffen es nicht mehr rechtzeitig. Nee, die hat doch gerade. Nee. Das ist das Gadget für die Konfets. Und da wird geschossen. Hat das was gegrissen? Die Artillerie hat gerade noch geschossen und ich glaube, einen ihrer eigenen Leute erwischt. Die Tabek mit der Fahne. Fink und Savar und Markus Kuh. Beak! Konföderation ist engaged. Ja, endlich. Nach 20 aber Minuten. Es macht auch keine Anstalten, den Punkt einzunehmen. Es wird sich jetzt erstmal da oben vergraben. Seiten der Union. Ja. Wo rennt denn jetzt Tabek hin, Mann? Der rennt ja schon ins Konföderiertengebiet. Nachher schießen die Artillerie ab. Der denkt sich auch, was für ein Scheiß. Und hier wird die Fahne gejagt. Die konföderierte Fahne wird gejagt. Lächerlich ist das. Koppel Beak hätte längst den Rückzug befehlen müssen. Oh, wieso denn Abbruch?
So, da ist der. Jetzt haben sie erst mit den Artilleristen rumgemacht, der da die ganze Zeit mit seinem Ladestock versucht hat, die Beine vom der Fahne abzuhalten. Gut. Die Union steht jetzt am Zaun der Konföderation. Und ich denke mal, die Union wird jetzt eine harte Zeit haben. Die Konfets der Artillerie, weil die einfach weggemacht werden. Jetzt nach und nach, immer wieder. Ich kann sagen, jetzt wird die Union 20 Minuten dort am Zaun. Oh, siehst du dort die Fahne? Ach ne, die Fahne rennt. Welche Richtung rennt die Fahne? Rennt die zur Artillerie? Ja, offensichtlich. Hat offensichtlich nicht mitbekommen, dass hinter dem Schuppen, durch den er nicht durchgucken kann, seine Leute stehen. Also, verständlich, dass er dann zur Kanone rennt. Ja, gespannt, was der wird gekniet auf Unionsseite. Ah, Halleluja. Bleibt bei den Einheiten. Ja, sag das mal den eigenen Leuten. Auch immer die hinrennen. Ich glaube, das ging an die eigenen Leute. Weil die halt der Fahne hinterher gerannt sind und jetzt so ein bisschen verloren im Kämpfen. Oh, da schlug Schüsse ein, aber ich weiß nicht, ob da was umgefallen ist. Da wird sich am Zaun aufgestellt. Diesmal hat die. Ach du Heilige. Das hat Tobi gerissen. Und das hat ein paar andere gerissen von der Union. Autsch. Das wäre gut. Kann man nicht den Zaun durchschießen. Und die Konföderation lädt. Hat zumindest eben Canister gesagt. Kann man durch den Zaun durchschießen, durch den weißen Lattenzaun? Ja, die Holzlatten haben eine Durchschlagswahrscheinlichkeit von 40%. Kannst natürlich auch zwischen den beiden Holzlatten durchschießen. Ja gut, okay, dann sind wir aber optimistisch. Wenn du zwischen die Holzlatten triffst, dann hast du eine 100%ige Durchschlagschance. Wenn du die Holzlatten triffst, dann eine 40%ige. Oder war das eine 40%ige Chance, dass die Kugel stecken bleibt? Also 60% Durchschlagschance. Ja, da bin ich mir jetzt nicht mehr sicher, was war, aber auf jeden Fall die Kugel. Warum wird denn jetzt vorgerückt? Das verstehe ich nicht. Warum bleibt das Turnus-Material nicht, wo es ist? Warum muss man jetzt vorgehen an das Haus? Ich hätte ja mal irgendwie versucht, den Point of Contention einzunehmen. Ja. Ja, da haben sie schon gehört. Wir wissen noch, wie das endet. Die Alabama wird chargen und die Union ist wieder tot. Aktuell macht gerade die Union Landgewinne, weil die Hälfte. Moment, nevermind. Genau, nevermind. Ist gerade. Dezent confusing. Die Union sticht sich teilweise gegenseitig ab. Allein die Tatsache, dass der Offizier instant tot war und somit 6 Schüsse jetzt ist bei den Gadget und somit 6 Schüsse, 6 Revolver-Schüsse im Nichts verschwunden sind. Überleg dir das mal, das wären 6 Tote gewesen auf die Entfernung. Da kann sogar der Captain im Cold Pocket nicht daneben zielen. Und Tobi ist aber wieder gespawnt und hat jetzt auch gerade nochmal 3 Leute weggeschossen, bevor er selbst geschossen wurde. Und das ist jetzt ein sehr interessantes Bild. Auf der einen Seite des Hauses, auf der Nordseite des Hauses steht die Union, auf der Westseite die Konföderation. Und dann wird es hier so ein bisschen. Wenn da jetzt eine Kartätsche in die verbleibenden Unionisten reinfliegt, dann fickt die alle weg. Die gehen nach links. Der wird geladen. Und die Artillerie da oben lädt. So, wir haben 6 Zuschauer an diesem wunderbaren Montagabend. Wir haben auch gerade oben Canister geladen, wenn ich das richtig mitgekriegt habe. Ja, aber die Union hat sich schon wieder zurückgezogen. Die sind sich auch gerade irgendwie nicht so ganz einig, wohin die schießen wollen. Ich weiß, dass die Land gut machen müssen. Wahrscheinlich wollen sie das Breaking erzielen, ja? Jetzt stehen die ja noch offen, was sollen da? Und bleiben die nicht am Zaun dran. Da kommt ein Schuss. Die Unionsartillerie existiert noch. Oh. Da fliegen wir doch nochmal zurück. Okay, hat keinen zerrissen. Wollte gerade sagen, haben die gerade ihren eigenen Lattenzaun erschossen? Also die Unionsartillerie lebt, aber da kommt nicht viel bei rum. Kann sein, dass die jetzt vielleicht mal in die Konfets da hinten reintreffen. Aber die müssen wieder ausrichten und zielen. Oh. Der hat getroffen. Müde? Bin nur ich müde oder bist du auch müde? Ich bin auch müde. Ich hatte Frühschicht. Oh. Ja, ich kann die Geschichte erzählen. Ich habe einen Wecker. Und ich hatte meinen Wecker einfach angemacht.
Und normalerweise stehe ich um 5.30 Uhr auf. Oder ich bin damals um 5.30 Uhr aufgestanden, als ich noch in der Ausbildung war. Aber jetzt musste ich um halb fünf raus, weil ich um 6 Uhr bei der Arbeit sein muss. Rat mal, wann mein Wecker ging heute. Um 5.30 Uhr, das heißt eine halbe Stunde vor Arbeitsbeginn. Und da musste ich, wenn ich hochgesprungen habe, ich fertig gehört und bin so losgefahren. Das war echt nicht ohne. Dann musst du dann. Ja, kannst dich natürlich auch abends auf alles vorbereiten. Schmierst ja abends deine Brote und. Nein, ich rede ja nicht. Ich hab gar nichts gemacht. Ich hab meine Arbeitskleidung angezogen und bin los. Ja, ich meine nur, du kannst dich auch abends schon vorbereiten, dass du. Ja, ich geh nicht aufs Vorbereiten. Mein Wecker war um eine Stunde falsch, weil ich die alte Zeit im Kopf hatte. Schon klar. Ja. Aber du kannst ja dich trotzdem zu der Zeit wecken lassen. Wieso wecken lassen? Ich hab einen Wecker, Mann. Ja. Wenn ich den falsch einstelle, weil ich da nicht dran denke, ist das ein Unterschied. Oder denkst du, ich lasse dich von Mama wecken? Mama! Mama, wach mich auf! Ich verstehe, was du meinst. Du hast deinen Wecker auf 5.30 Uhr eingestellt. Ja. Genau. Und das ist aber eine Stunde zu spät. Ja. Genau. Aber das ist nicht eine Stunde zu spät, wenn du abends schon alles vorbereitest. Ich brauche 20 Minuten zur Arbeit, das ist eine Stunde zu spät. Okay, wir haben. Wenn du am Abend vorher deine Pausenbrote zurecht. Ich hab ja nichts gemacht. Das hat da nichts mehr zu tun. Rein theoretisch. Oh. Theoretisch. Ja, ja. Theoretisch, theopraktisch. Rein theopraktisch. Bist du nur noch deine Tasche schnappen und losgehen. Das wäre doch. Das hat da nichts mehr zu tun. Es ging einfach darum, dass ich nur eine halbe Stunde Zeit hatte, um bei der Arbeit zu sein. Ja, wenn du 20 Minuten zur Arbeit brauchst, dann ist das knapp, ja. Ja, ich stand genau um 6 in der Halle. Genau zu Arbeitsbeginn. Er war knapp. Guck, wir reden über Arbeit und Aufstehzeiten und schon sind wir 4 Zuschauer weniger. Die Linie der Union wurde gerade vernichtend getroffen. Die ganze Mauer ist rot. Oh, da muss ich schauen. Ach du heilige Scheiße. Ja, wie Herr es auch so schön betont hat, sie haben genau die Lücke zwischen Mauer und Zaun getroffen. Das screenshot wir natürlich. Ja, und jetzt ist der Gartenzaun rot und nicht mehr weiß. Ja. Ich halte mich schon mit Rauchen wach. So weit ist es schon. Weil wenn ich was zu tun habe, schlafe ich nicht ein. Aber man muss echt sagen, dass die konföderierten Artillerie, die Unionsartillerie echt nichts reißt. Also wie viele Limbers haben die denn schon durch? Kann ja der eine nicht mehr voll sein. Die haben schon den zweiten. Der eine ist fast leer. Da sind noch ein paar. Müssten Shells sein. Ich weiß nicht, oder waren das. Was waren denn ganz links? War nicht Shell Case? Genau, ganz links waren zwei Reihen Shells. Ja, dann zwei Reihen Case und eine Reihe Canister. Richtig. Ja, die Dinge jetzt haben sie aufgebraucht. Die. Wie heißt der Scheiß jetzt wieder? Die Case. Schild sind noch ein paar da. Canister natürlich gar nicht aufgebraucht. Wir spielen ja diesmal auf längeren Distanzen. Zumindest was Artilleriefeuer angeht. Weißt du, was mir gerade aufgefallen ist? Erzähl's mir. Wenn man in die Limber Chests reinfliegt, als Spectator geht das ja. Mhm. In die Hälfte, wo der Werkzeugkasten drauf ist, sieht man, dass da auch noch Granaten drin sind. Aha. Aha. Na, vielleicht lässt sie sich irgendwann noch rausnehmen. Ja, das. Was habe ich auch schon gehört. Aber was sind das für Granaten? Auch nochmal 10 Schuss Shellshot, 5 Schuss Case Shot, 10 Schuss Case Shot und 5 Schuss Canister Shot. Die gleiche Aufstellung wie in der rechten Kammer, nur links in der Kammer nochmal. Ja, wer weiß. Okay, wir haben noch 12 Minuten 53 auf der Uhr. Der Punkt ist relativ rückläufig. Die Union ist, wo ist sie überhaupt? Am Sammeln. Die ist noch weiter rechts. Die Konfets stehen wieder an einem Zaun. Am selben wie vorhin. Die Konfett-Artillerie steht auch, wo sie stand. Es ist so langweilig, ne? Weißt du, was mir auch aufgefallen ist? Ja. Bei der Konföderationsartillerie links daneben ist auch dieses kleine hübsche Ziegelsteinhäuschen.
Ja. Das hat doch vorne in der Fassade diese wunderschönen Luftlöcherchen. Ja. Wenn du da reinguckst, siehst du, dass die zugemauert sind. Hinten drinnen. Also ganz ehrlich, ne? Du und deine Map-Details. Ich glaube, ich werde in den Titel reinschreiben, boring. Langweilig, weil es ist einfach so. Damit Leute ja gleich sehen, alles klar, das Kackgefecht ist langweilig, da brauchst du nicht kommen. Es ist so vorhersehbar, was passieren wird, ne? Vor der Union vielleicht ein bisschen weniger, aber die 8 ist echt unfassbar durchschaubar. Kannst ja reinschreiben in die Beschreibung, die das spannendste waren Houlihan's Map-Details. Ja, Houlihan's Map-Details. Auf den Zeiten und Spatenschaufel. Spaten und Schaufel, was ist der Unterschied? Echt so, was geht denn bei der Kanone ab, Alter? Wollen die jetzt so weit nach links schieben, dass die einfach seitlich in den Ding da rein bouncen können? Oder können die Futtikern auch da auch nichts sehen, oder? Oh, gerade sie sehen auf jeden Fall Gebüsch. Oh, ja, Gebüsch sehe ich auch. Ach so, okay, also da wird wieder auf rechts gezogen. Und da läuft ich glaube aber auch, dieser Playstyle ist einfach den unerfahrenen Dingens geschuldet, den unerfahrenen Offizieren und Unteroffizieren, die gerade hier führen auf Seiten der Alabama. Ich meine, wer ist denn da? First Sergeant? First Sergeant Ulrich hat ja keine Führungserfahrung. Der ist ja immer nur am Befehle wiederholen gewesen. Und auch Jackstone, der nicht mal Unteroffizier werden wollte, soweit ich weiß. Und da kommt der Charge. Sag ich doch. Und da wird zurückgeschossen. Und da kommt Tobi mit seinem Revolver. Drei Tote. Da war Tobi mit seinem Revolver. Da wird geknüppelt. Das sieht aus, als würde die Alabama gewinnen. 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 Ja, gewinnen. Auch mit der Fahne rennt Wunden und rennt im Kreis und hat Hagen von Tronje im Nacken und Hagen hat aufgegeben und Aurel läuft. Läuft und läuft, läuft. Ja, gut. Nun, das war die Infanterie. Die sammeln sich schon wieder. Wir haben noch 10 Minuten. Chargen die jetzt gleich die Infanterie oder? Nö, die ziehen sich zurück. Die Infanterie der Konföderation zieht sich auf ihre angestammte Position zurück. Und ich empfehle auch ein Bajonett. Ja, das hat sich noch nicht gelohnt. Die Konföderation ist auch mittlerweile im Taking Losses. Das ist es schon eine ganze Weile. Das hat nichts mit der Situation vor gerade zu tun. Ja, aber ja, ist mir bisher nicht aufgefallen. Die Artillerie ist übrigens gewachsen mit Überlebenden. Und nach Fahne sogar. Ja, Fahne, fantastisch. Wo noch mehr Musketenschützen spawnen. Normalerweise müsste man sich dem Artillerie-Speed anpassen und die einfach mit an die Front schieben. So ohne Joke. Das Ding laden und schieben. Quasi Sturmgeschütz machen. Ja, und einer hält den Primer darauf, denn der Handel läuft mit. Und dann Canister rein und dann Attacke. Lass uns mal noch ein Stück nach hinten gehen. Das könnte eventuell sogar was werden. Ganz ehrlich, einfach ballern, Mann. Oh, die achte Charge den Hügel. Bam, auf die Fresse. So, no joke. Das wär's halt, ne? So, das wäre halt krank. Könnte aber funktionieren. Da könnte so, die bloody ATL sich gut umgucken. Da ist nicht mehr viel danach. Was habe ich vorhin gesehen? Private Tabik mit von der 8. Alabama mit der Fahne stand im Keller von dem Farmhaus. Also ganz unten im Keller. Im Kohlenkeller. Ja. Und als dann plötzlich die Union zu sehen war, flitzte er ganz plötzlich aus dem Keller raus nach oben, ganz schnell die Treppe hoch. Versuchte wieder zur Linie zu kommen. Ich habe ein bisschen die Konfetts im Blick. Willst du was Tolles hören? Was denn? Ich habe heute Spotify gestartet. Und? Und du hast ja dann Lieblingssongs. Weißt du das jetzt mittlerweile? Ja. Auf jeden Fall waren da weiß ich 400 Songs drin oder so. Und da habe ich das gestartet und dann sind sie einfach weg. Uff. Also, ich sehe keine Songs mehr. Auch wenn ich neue hinzufüge, sehe ich die nicht mehr. Was natürlich ein bisschen belastend ist, muss man sagen. Uff. Uff, ja. Uff ist das richtige Wort dafür.
denn da geschossen? Auf wen schießen die Konfetts denn? Oh, die Union ist wieder vorgerückt. Genau, hat sich da an der Ecke vom Zaun eingegraben. Die Union steht auf offenem Feld und kassiert auch ab und zu mal ein paar Treffer. Union? Konfetts? Konföderation kassiert ein paar Treffer. Ich habe verstanden, Union steht auf offenem Feld. Nein, ich habe gesagt, die Union hat sich am Zaun eingegraben. Die Konföderation steht auf offenem Feld und kassiert gelegentlich auch ein paar Treffer. Gut, wie zu erwarten. Die Konföderation rätselt auch gerade, wo die Union hin ist, aber die hat sich nicht bewegt. Oh Mann, oh Mann. Und die Union lädt Canister? Ist dem so? Er hat gerade eine Canister rausgeholt. Tobi? Ja. Vielleicht wollen die den noch weiter nach vorne schieben. Ja, die machen jetzt wahrscheinlich wirklich Sturm. Oder, falls wie die anderen 85.758 Male, charge die 8. Und die teilen war sich links und rechts auf, ne? Hier, und dann schießen ja Canister mit rein. Die Union pflanzt Bajonette auf. Es gab nur einen Private, der noch kein Bajonett drauf hatte. Weiter vor das Ding! Es geht nicht gerade an den Zaun. Ist dem so. Schieb das Ding von mir aus auf die Straße, auf die Straße. Ja, die wollen es echt auf die Straße schieben. Aber die kommen nicht hier auf die Straße, oder? Ja. Im schlimmsten Fall wird das Ganze dann ein Roadkill. Hahaha. Ich kann das ja. War der Witz wirklich so schlecht, dass du jetzt nicht mehr mit mir reden möchtest? Ne, war so scheiße, Alter. Da habe ich gar keine Worte für. Da brauchte ich erstmal einen Moment der Stille. Ah, ein langer Moment der Stille. Das ist nicht dein Ernst, oder? Was ist nicht mein Ernst? Siehst du das nicht mit der Kanone? Ich sehe gerade, ich guck gerade, was die Konföderation macht. Die stehen jetzt zur Hälfte auf der einen Seite, zur anderen Hälfte auf der anderen Seite. Ist aber was, guck dir das an. Guck sie an, ohne Scheiß. Guck mal, wo die Kanone steht. Mitten auf der Kreuzung. Ja, das... So, ohne Scheiß. Was geht da ab? Ich meine, wieso nicht? Wieso nicht? Hallo? Hast du denn geguckt? Ich sehe es gerade. Das ist, wenn man es kann. Man muss halt einfach nur können. Ja, ich meine, wenn jetzt irgendwas auf die Straße kommt, ja, so no joke. Dann ist es tot. Dann ist er tot. Hier steht direkt der Zauber vor, das ist. Kann ich nicht besser machen. Da ist die Fahne da unter Union. Ja, da hat die Union ein bisschen was abgekriegt. Ein bisschen was, ja. Jetzt führt Weber die Linie. Oho. Hatte die Artillerie und andere, aber tatsächlich mit der Kanone auf der Straße, das finde ich mega geil. Muss mal gucken, sobald die da unten wegkommen, ticken die. Beweist doch nur, dass die Jungs Eier haben. Richtig Eier. Da kommt die Konföderation raus. Taking losses. Ich denke mal, die werden den Punkt holen und sich dann zurückziehen. Das ist, glaube ich, deren finaler Plan erstmal. Weil halt nur noch 2 Minuten, och, da kommt der Charge. Aber jetzt kommt natürlich die Artillerie. Oh nein, der Schuss war versaut. Wieso? Aber das ist die Infanterie, was die ganzen Kills gemacht hat, oder? Nee, der Schuss war versaut. Warte, wo kommt das Breaking denn weg? Wie viele sind da gestorben? Ach du Heilige! 6 Mann! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Mann! Die Kartätsche hat da auch getroffen, ja. Grütze. Die werden nicht schnell genug anhalten können. Nee, das dürfte jetzt aber in die Hose gehen. Wir haben immer noch die Ladung in der Hand, also das war's.
2 Minuten Breaking. Also jetzt müssten sie schon alle... Also am sichersten wäre es jetzt, die Artillerie sein zu lassen. Alle als Infanterie rein. Und einfach bashen, man. Richtig drauf. Ohne Scheiß. Und die Konföderation zieht sich zurück? Die ziehen sich zurück zum Haus? Ist dem so. Ich pack's nicht. Na, ich weiß auch nicht, was da los ist. Na gut, wieso auch nicht, ne? Ich meine, da haben sie die beste Deckung. Hat das Ganze überlebt und ist jetzt auch gerade noch an der Kanone zugange. Und ein Private First Class Miller ist auch noch an der Kanone zugange und die versuchen jetzt die Kanone wieder in Gang zu bringen. Allerdings haben sie die Limber Chest nicht mitgenommen, das heißt, die müssen jetzt noch ganz da hinten laufen, um Munition zu holen, die Jungs. Ja, ich habe mal die Comfort Zone im Blick, ich gucke so ein bisschen von oben. Und wenn dann wieder mal was Spannendes passiert, sehen wir das auch gleich, ne? Mal gucken. Da kommt auf jeden Fall Unterstützung. Beziehungsweise da rennt, die rennen nach vorne. Wo wollen die denn hin? Oh, da ist was umgekippt. Okay, wir haben. Ja, okay, die wollen jetzt natürlich versuchen, das aufzuhalten, ne? Ja, der Private Hunold von den Konföderierten an der Artillerie, der hat ein paar sehr hübsche Hosenträger, die musst du dir mal angucken. Ein paar sehr hübsche Hosenträger? Ja! Darüber macht man sich Gedanken. Darüber mache ich mir aktuell Gedanken. Der hat einfach sehr schicke Hosenträger. Ja, ich guck mal, wie hier gecharged wird. Gecharged und geschossen. Ich würde es sogar fast behaupten wollen, dass das Ganze hier an die Konföderation geht. Wie bist du da denn drauf gekommen? Das Ganze ist hier gerade ganz bösartig in Überzahl. Und mir ist gerade alles eingefroren. Bei mir ist auch alles eingefroren. Overtime, Black Screen. Nito. Das kann doch nur. Das heißt jetzt aber nicht, dass die Runde nochmal ausgetragen wird, oder? Hoffentlich nicht. Das ist 10 vor 10, Mann. Und da ist der Server wohl ausgeschaltet worden. Dadurch, dass jetzt kein eindeutiger Sieg ausgerufen wurde, muss die Runde wohl oder übel wiederholt werden. Nee. Usa, nee, am Arsch. Wer hat die erste Runde gewonnen? Die Union, ne? Ja. Ja, guck. Ein Sieg, ein Unentschieden. Ich glaube, das können wir so stehen lassen. Ja, das war der heutige Stream. 1,5 Stunden pure Langeweile. Ich glaube, wir müssen aufhören, die Montagsgefechte zu streamen. Ja, das wäre vielleicht besser. Naja, so ist das nochmal. Gut, dann, wir sehen uns am Freitag spätestens wieder. Außer wir streamen zwischendurch noch was anderes. Julian, abschließende weise Worte. Lasagne sind keine Nudeln. Warum das denn nicht? Weiß ich nicht. Natürlich du hast doch abschließend in weißen Worten gefragt. Aber das ist ein Nudeln. Ist doch klar. Ja, gut, damit beenden wir diesen Stream.